Ich habe jetzt in vielen Veranstaltungen habe ich eigentlich, oder kämpfe ich für das, dass man wirklich, jetzt zum Beispiel eben gerade in Sachen Polizei, die Anzeigen dort melden. Und überall tun sie mir sagen, jawohl, wir machen es. Wir tun das, mache ich, versuche das zu sensibilisieren. Und es ist eigentlich nicht mehr geworden. Und ich glaube, die Leute begreifen es auch langsam, eben, dass sie es kennen oder sollen die Anzeigen machen oder Sachen melden. Aber es ist an und für sich es ist keine Wirkung. Also keine Wirkung. Es kommt nicht. Es ist einfach nichts rum, oder nicht viel. Klar ist überall etwas, das ist ganz klar. Klar haben wir auch Vandalismus, wo auch ein bisschen das Problem ist. Da. Aber es ist nicht tragisch, es ist nicht schlechter und es ist auch nicht besser als überall sonst. Oder? Warum, kann man denn, warum ist die Zahl so tief? Das ist ja wunderbar. Also warum ist die in Schwammerdingen so positiv tief? Weil es effektiv halt nicht so viel läuft. Also ich tue eigentlich jeden Tag, wenn ich anfange zu arbeiten, tue ich das Journal von der Stadtpolizei durchlesen. Und wir haben wirklich nicht viel. Das ist nicht viel. Und ich glaube, das hat vielleicht für einzelne Taten nicht gemolden werden. Also kleinere Sachbeschädigungen. Aber bei grösseren Sachen, also ich glaube, da würde jede Polizei rufen. Oder könnte eine Anzeige machen. Oder? Und es ist einfach nichts. Es ist nichts rum, oder, momentan. Oder? Und es ist ja jetzt eigentlich seit Jahren ist das so. Und jetzt kann man sagen, Schwammerdingen ist das sicherste Quartier. Können Sie das noch so schön sagen im Satz? Statistik gesehen. Aber eben, es ist halt eben noch in den Kopf der Einwohner ist es halt eben nicht so. Und an dem müssen wir eben arbeiten. Oder auch die Einwohner selber, dass sie den Raum wieder zurückerobern. Weil sie können ruhig zur Nacht durch die Strassen durchlaufen. Es passiert nichts, oder es sollte eigentlich nichts passieren, oder nicht mehr als überall. Und da müssen wir eben auch ein bisschen, oder muss jeder eigentlich Quartierbewohner ein bisschen den Mut haben und sich wieder ein bisschen auf die Straße raus und den Raum wieder zurückerobern. Oder? Nein, ich kann das ruhig sagen, ich kann es betonen, Schwammerdingen ist, wenn man sagen, eines der sichersten Quartiere in der Stadt.